Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nachdem in der vergangenen Woche der Bundesrat selber beschlossen hat, dass seine Beteiligung bei der Laufzeitverlängerung nicht erforderlich ist, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass uns dieser Tagesordnungspunkt heute erspart bleiben würde. Dass wir heute trotzdem darüber debattieren müssen, ist wohl einzig und allein den Castortransporten der vergangenen Tage geschuldet. Vor diesem Hintergrund konnte man das Novemberplenum ja nicht verstreichen lassen, ohne einen einzigen Antrag zur Kernenergie einzubringen. Nach dem kalten Wochenende im Wendland muss die Basis ja bei Laune gehalten werden. Meine Damen und Herren, selbst wenn der Landtag heute wieder erwarten Ihrem Antrag zustimmen sollte, mittlerweile handelt es sich doch schon längst nicht mehr um eine politische, sondern schon längst um eine juristische Frage, die vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden werden wird und nicht durch diesen Landtag. Und ganz im Ernst, es erinnert ein bisschen an ein trotziges kleines Kind, wenn die Opposition diesen Antrag heute tatsächlich debattieren lässt, obwohl der Bundesrat selber entschieden hat, dass er seine eigene Beteiligung als nicht erforderlich betrachtet. Ob die technische Überwachung, die durch die Länder erfolgt, die Beteiligung durch den Bundesrat herbeiführt, ist umstritten. Und lieber Herr Kollege Tanke, Sie haben auf Gutachten verwiesen, die das bestreiten. Sie wissen, dass auch eine ganze Reihe von Gutachten existieren, die das eine, aber eben auch das andere sagen. Übrigens, nachdem Rot-Grün bei der Verabschiedung des sogenannten Atomkonsenses die Länderkammer nicht einbezogen hat, ist es höchst fraglich, ob eine Einbeziehung bei der Laufzeitverlängerung erforderlich ist. Und nach der Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter zur Beteiligung der Länder beim Luftsicherheitsgesetz kann dieser Teil des Hauses zumindest dieser Entscheidung ebenfalls außerordentlich gelassen entgegensehen. Aber hinter Ihrem Antrag verbergen sich ja in Wahrheit weniger verfassungsrechtliche Bedenken als die Hoffnung, Sie könnten zum Zeitpunkt der Entscheidung im Bundesrat zufällig eine Mehrheit besitzen und könnten auf diesem Wege die Umsetzung unseres Energiekonzeptes verhindern. Um nicht enttäuscht zu werden, sollten Sie die Hoffnung darauf, dass der Bundesrat die Laufzeitverlängerung ablehnt, nachdem er gerade festgestellt hat, dass er sich hiermit überhaupt nicht zu befassen habe, nicht in den Himmel wachsen lassen. Meine Damen und Herren, es wäre eine Katastrophe, wenn durch juristische Klimmzüge der Opposition das Energiekonzept gestoppt werden würde. Es gibt keine andere Chance, die Investitionen in Speichertechnologie und Netze auf den Weg zu bringen, ohne die Gewinne der Kraftwerksbetreiber abzuschöpfen. Wer dies tatsächlich verhindern will, stellt sich gegen den Ausbau der alternativen Energien. Und dies ist in der heutigen Situation unverantwortlich und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen.